gut gehabt. See you later. Bye bye. Nächster Tag. Heute sind wir etwas später los. Ihr seht, die Sonne scheint schon. Gestern am Maya Bay waren wir ja verdammt früh. Ja. Aus gegebenem Anlass. Heute etwas später, weil unser Taxiboot um 11 nach hier geht, ne? Ja. Es ist unerträglich heiß, ey. Ich muss euch unbedingt Sonnencreme drauf schmieren. Also gestern war es sogar noch mild, oder? Gut, hier dieser Teil, das ist sozusagen so die Verbindung. So eine Passage zwischen den beiden Stränden. Ne? Ja, und wir landen jetzt quasi am Haupthafen, ja, wo auch alle Touris ankommen von Phuket, von Krabi. Inklusive wir. Ja. Aber es sieht moderner aus, als man zunächst annimmt, oder? Ja. Finde ich. 5 Minuten hier. Ich habe mir ein leckeres Kokoseis gegönnt. Das schmeckt mega richtig nach einer Kokosnuss. Ja, und ist in der Kokosnuss serviert. Ja, naja, richtig cool. Und ich habe einen Mango-Shake mal wieder. Ja. Da vorne wird übrigens ein McDonald's gebaut. Ein McDonald's auf Koh Phi Phi. Kann nie schaden, in Menschenansammlungen den Rucksack nach vorne zu nehmen. Nichts gegen die Menschheit, aber man weiß ja nie, welcher Verbrecher hier gerade noch rumläuft. Ne? Wenn es organisiert ist, dann bist du ruckzuck dein Geld los. Oh, das schmilzt aber schnell. Das verwirrt mich aber jetzt. Zack, erstmal Original Diesel Flipflops gekauft. Mega geil. Auf Langkawi wurden mir meine ja geklaut, dann habe ich mir auf Langkawi welche gekauft. Aber jetzt wird mal Zeit für was Neues. Ich kaufe mir ja sonst so selten was. Eigentlich nie. Ja, nur das eine T-Shirt mal, ne? Das Einzige, wo du ein Problem mit hast, ist Bier kaufen. Okay, ich glaube, das schneide ich. Oh, guck mal, ein Weihnachtsbaum. Das sind die coolsten Flipflops, die ich je gesehen habe. Oder? Die sind so ähnlich wie deine alten Läuse, ne? Das ist schon übertrieben krass hier. Also Dezember. Dezember bis April ist angeblich Hauptsaison hier, aber da es jetzt noch Anfang Dezember ist, scheint es noch nicht so überlaufen zu sein. Es ist zwar voll, gar keine Frage, vor allem voller Chinesen, ne? Aber noch kommt man hier gut durch. Es ist wunderschön hier. Ich will unbedingt, dass wir uns noch einen Kajak mieten. Und dann früh morgens, wo noch nicht so viel los ist, und dann irgendwelche schönen Strände suchen und da schnorcheln. Da bin ich dabei. Da habe ich Bock drauf. Weil, ja, vor allem, weil ich paddel. Ja, wie ihr wisst, wir sind hier auf Koh Phi Phi und wir finden es hier so traumhaft schön. Es ist noch gar nicht so richtig voll, also die Saison hat noch nicht so richtig begonnen. Und wir versprechen euch, für dieses Video benutzen wir keinen Filter. Es ist einfach so schön, ja, hier. Guckt euch das mal an. Oh Mann. Das hier ist zwar die Touri-Gegend, aber wir haben hier einen kleinen Strand gefunden, der halt... Ja gut, hier sind schon ein paar Leute, aber egal, man findet immer noch seinen kleinen Platz. Und diese Farbe, die zieht einen ja einfach magisch an, oder? Wir sind immer noch so geflasht. Guckt euch das mal an. Das ist so wunderschön hier. Ja, ich weiß, das sage ich die ganze Zeit und es klingt irgendwie plump, dass ich das die ganze Zeit sage, aber es ist einfach so. Aber Lena hat recht, es ist so. Hashtag wunderschön. Ja, Dennis ist voll im Kaufrausch. Erst die Flipflops und jetzt die Sonnenbrille. Moment. Zip. Endlich, weil die hier hat nur noch mit Panzerband gehalten, wie man sieht. Das alte Ding. Jetzt hast du eine richtig schicke, originale Ray-Ban natürlich. Ja, für 5 ich habe Euro. So viel Original hier gekauft für unter 10 Euro. Richtig krass, ey. Diesel-Flip-Flops, richtig, ja, heftig. Aber das hier war meine Veggie-Brille. Ja, aber du hast noch 10 andere zu Hause. Das stimmt. Weil die kriegt man immer umsonst, wenn man bei Alles Vegetarisch bestellt. Für 40 Euro. Keine Schleichwerbung. Mittlerweile nicht mehr, nee. Nee, okay. Nehme ich zurück, ne? Jetzt gehen wir aber essen. Ja. Und
Eigentlich wollten wir auf den Viewpoint, aber es ist viel zu heiß. Wir wollten nicht auf den Viewpoint. Wir hatten so. Ja, vielleicht doch. Jetzt unterbrich mich schon nicht. Entschuldigung. Also, wir wollten auf den Viewpoint, aber es ist vollkommen richtig. Viel zu heiß. Wir schwitzen vom Nichtstun und deshalb gehen wir jetzt essen. Ja. Bis gleich. Neue Sonnenbrille. Eben gekauft. So geht schon los. Da seht ihr sogar ein bisschen das Meer drin. Ja, sieht man. Was läuft? Also da sitzen wir. Und da ist das Meer. Das da hinten ist Pipilé, wo auch Maya Bay ist. Das sieht schon ziemlich episch aus. Ja, da waren wir gestern. Wir sind von der Seite hier dann rumgefahren und vom Süden, im Moment vom Westen aus dann dran. Ja, hier ist jetzt halt, wie gesagt, der Touri-Strand. Da hinten sind so Reisegruppen. Ein paar Boote, ein paar Leute hier sind im Wasser. Aber ehrlich gesagt geht es.